an, das ist ja riesig, weil die Regenwahrscheinlichkeit heute sehr hoch ist und deswegen dachten wir, machen wir was drin. Und ja, jetzt gehen wir erstmal zur U-Bahn-Station und da sehen wir uns dann gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt angekommen am Museum und gehen jetzt erstmal rein und wir sehen uns dann gleich drinnen wieder, wenn wir die Karten haben. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt die Karten und sind drin. Das ist ja das Lustige in amerikanischen Museen, das habe ich mal gelesen, aber schon wieder vergessen, dass man so viel zahlen kann, wie man will, also dass man nur spendet quasi. Und ja, jetzt gehen wir erstmal in die Halle fürs Weltraum und so und gucken uns da mal um und ich werde euch bestimmt von da aus was zeigen. So Leute, wir waren gerade im sogenannten Big Bang Theater. Da wurde halt so ein bisschen, wie der Name schon sagt, über den Urknall erklärt und so ein kleiner Film lief da. Aber wenn man ein Planetarium in der Nähe hat und da schon mal drin war, ist das glaube ich interessanter, weil man lernt in dem Planetarium einfach im Endeffekt dann doch mehr. Das war halt nur ein kurzer 4 Minuten langer Film oder so. Im Planetarium ist das schon besser. Leute, wir sind immer noch in dieser Universumshalle hier im Museum und ich finde das ja mega interessant. Das Problem ist nur, das wird echt schwer, hier einen guten Vlog hinzukriegen. Also, weil aus dem Museum zu filmen ist alles relativ schwer und das dann für euch so möglichst interessant zu halten, das wird echt schwer. Ich versuche natürlich mein Bestes und ja, ich werde euch einfach ein paar Eindrücke hier aus dem Museum zeigen und mal gucken, wie ich das dann hinterher zusammenschneiden kann. Ob wir vielleicht heute Nachmittag noch irgendwas anderes machen außer Museum. Auf jeden Fall ist das alles ziemlich interessant. Wir sind jetzt raus aus dem Museum und schon mit der U-Bahn in die Nähe des Times Square gefahren. Da gehen wir zu Fuß gerade hin und suchen noch eine Bank, damit wir ein bisschen Geld wieder abheben können. Und ja, danach fahren wir dann nach Hause und ja, das Museum. Ich konnte euch halt nicht viel zeigen aus dem Museum, weil es war einfach erstmal die ganze Zeit, also meistens zumindest sehr dunkel. Und dann gab es eigentlich auch nicht viel zu zeigen. Es ist halt sehr schwer, ein interessantes Video für euch zu machen, wenn man Sachen aus dem Museum filmt. Da gibt es halt echt nicht viel zu zeigen. Also eigentlich gibt es ja schon viel zu zeigen, weil man alles zeigt. Aber das kann man halt nicht so richtig interessant machen. Ich habe euch ein paar kleine Ausschnitte gefilmt, dazu werde ich später auch noch was sagen. Aber ja, nichts Großartiges, wie gesagt. Naja, wir gehen jetzt erstmal eine Bank suchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Bis gleich.
So Leute, ja, das war der heutige Tag. Ich konnte leider nicht viel zeigen, aber ich dachte mir, jetzt bei der Abmoderation mache ich nochmal so eine kleine Zusammenfassung des Tages. Also es hat ja angefangen mit dem Museum und da konnte ich ja echt nicht viel zeigen, aber ja, das war halt das Museum, das Museum, American Museum of Natural History, glaube ich. Und ja, das ist halt auch das Museum, in dem nachts im Museum gedreht wurde, falls ihr das kennt, den Film. Der ist echt cool und das war echt lustig, da so durchzugehen und das alles wiederzuerkennen. Und ja, auch allgemein war es ganz interessant. Ich kann euch einen Ausschnitt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Wenn ja, dann werdet ihr diese komische Steinstatue kennen, die immer sagt, irgendwie bum bum, gib mir gum gum oder so. Und ja, die habe ich auch gefilmt und ja, das zeige ich euch einmal. Und was dann noch ganz interessant war, war so eine Mineraliensammlung, die da hatten. Also wo so verschiedene Edelsteine und Mineralien ausgestellt wurden. Das fand ich auch ganz cool, weil ich habe mich früher schon immer so für Mineralien und sowas interessiert. Das fand ich immer ganz geil. War auch sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich da was gefilmt habe. Wenn ja, schneide ich das hier auch mal rein. Was gab es noch Interessantes? Eine Meteoritenausstellung und allgemein zum Thema Weltraum, das finde ich auch super interessant. Also Weltraum hat mich immer schon fasziniert. Ja, das fand ich sehr interessant. Was gab es noch? Dann gab es noch Dinosaurier. Dinosaurier finde ich auch, fand ich da auch mega geil. Habe ich auch ein bisschen was gefilmt, das schneide ich auch mal hier so ein bisschen rein. Da gab es nämlich zum Beispiel einen Tyrannosaurus Rex Skelett und das einzige echte komplette, also mit so einem Kopf und so, schneide ich auch mal kurz hier rein. Und ja, keine Ahnung, also das war eigentlich echt interessant, aber in einem Museum kann man halt echt nicht viel zeigen, was, also man kann keinen Vlog interessant machen da. Das war halt echt das größte Problem, was ich da hatte, sonst hätte ich da gerne viel mehr gefilmt. Leider hat das nicht so funktioniert. Danach sind wir dann hier, haben wir die Bank gesucht, haben da Geld abgehoben und sind dann nach Hause gefahren. Ach so, nee, dann sind wir ja hier zu unserer U-Bahn-Station und haben da in so einem amerikanischen Burger-Restaurant erstmal einen fetten Burger gegessen und sind danach nach Hause. Ja, jetzt sind wir hier schon etwas länger. Ich dachte mir erst, ich mache gar keinen Vlog des heutigen Tages, weil ich einfach viel zu wenig zu zeigen hatte. Aber dann habe ich mich jetzt gerade doch überwunden und habe mir dann überlegt, dass ich am Ende vielleicht so eine kleine Zusammenfassung mache, um halt euch nochmal alles zu zeigen und einfach das Video ein bisschen interessanter zu halten. Ich weiß nicht, ob es das jetzt interessanter macht, aber das ist mein persönliches Feedback des Tages hier. Ich weiß, dass es nicht so interessant war wie die letzten Tage und ja, die Vlogs werden jetzt in den letzten beiden Tagen waren nicht so gut, aber ich hatte halt echt nicht viel zu zeigen. Morgen wird sich das wieder ändern. Morgen machen wir, gehen wir shoppen, also gucken uns die Fifth Avenue an und gehen da ein paar Sachen kaufen, ein paar T-Shirts und so. Das wird auch, da kann ich viel zeigen, denke ich. Übermorgen wird auch ein cooler Tag, übermorgen ist, glaube ich, der 4. Juli, das heißt der Independence Day. Das wird sowieso ein interessanter Tag hier in New York. Da gab es auch schon Terrordrohungen und so, aber ich freue mich schon aufs Feuerwerk da. Das wird sehr interessant, da werde ich euch natürlich mitnehmen. Independence Day ist ja hier, glaube ich, also außer jetzt religiöse Feiertage, ist hier der wichtigste Feiertag. Ja, freue ich mich schon drauf und dann am Sonntag, dem 5. Juli, wollen wir die Freiheitsstatue machen. Freue ich mich auch schon drauf. Da, also jetzt in der nächsten Zeit kann ich euch wieder viel zeigen. Ich hoffe, ihr habt diese Phase hier überstanden. Ich würde mich echt freuen, wenn die Vlogs hier noch ein bisschen mehr Feedback bekommen würden und ihr wieder ein bisschen aktiver werden würdet, weil irgendwie
keine Ahnung, irgendwie seid ihr nicht mehr so aktiv, wie ihr immer wart. Es kann natürlich auch nur sein, dass mir das gerade nur so vorkommt. Aber es kann natürlich auch nur so eine Phase sein. Aber egal, Leute, macht einfach weiter, wie ihr seid. Ihr seid die Besten. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst ein bisschen Kritik in den Kommentaren da, was ich besser machen kann. Und abonniert, falls ihr Bock habt und nichts verpassen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, entweder bei Bad Wars oder beim Vlog oder einfach bei beidem. Bis morgen und ciao.